Und damit ein herzliches Willkommen wieder bei Heavy Rain und es geht sofort weiter. Donnerstag, 11:15 Uhr. Wir sind, wie scheint, mit Ethan zu der Adresse gefahren, wo wir den Typen umbringen sollen. Zuerst mal die Gedanken. Er öffnet, ich schieße. Ich hau sofort ab und drehe mich nicht um. Nicht in die Augen sehen, einfach schießen. Scheiße, ich kann nicht. Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt aufzuhören. Ich mache weiter für Sean. Komm, Sean, denk an Sean, denk an Sean. Ich kann nicht einfach einen Typen kaltblütig ermorden. Hoffentlich ist er allein. Jemanden töten? Um meinen Sohn zu retten? Was ist das denn für eine Wahl? Ich habe noch nie geschossen. Wie schwer kann das sein? Nur abdrücken. Ich kann mal klopfen. Weggehen konnte ich nicht. Nochmal klopfen. Ja, was willst du denn? Scheiße. Ich hab tausendmal gesagt, ich will hier keine Junkies haben. Wenn du Stoff willst, ruf gefälligst vorher an. Na los, hau ab! Scheiße! Bist du taub oder was? Ich hab gesagt, hau ab! Du machst mir Ärger, weil. Hey! Bleib ganz ruhig, Mann, ja? Bleib cool! Was willst du? Stoff? Kohle? Sag mir, was du brauchst! Wir machen einen Deal, hä? Ich mach dich fertig, Flachmixer! Du kommst in mein Haus, hörst meine Stimme. Ich reiß dir alle Knochen flach, Mann! Bleibst du endlich mal stehen? Ich will dich, Junkie Arschloch! Wow. Scheiße. Okay. Warte, Mann. Du kannst alles haben. Ich hab Stoff. Ich hab Geld. Willst du Stoff? Nein. Bitte. Bitte erschieß mich nicht. Ich hab Kinder. Das sind meine Mädchen. Das ist Sarah. Und die Kleine ist Cindy. Bitte, Mann. Mann, ich will sie wiedersehen. Scheiße. Bitte. Vor ein paar Minuten habe ich noch gedacht, erschießen. Das ist Nash, er wollte dich auch töten. Scheiße, was mache ich nun? Was mache ich nun? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Eigentlich will ich ihn ja nicht erschießen. Aber andererseits will ich auch nicht, dass mein Sohn stirbt. Wegen so einem Arschloch. Scheiße. Mann, ey. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Es wird mir gerade zu heftig hier. Ich weiß es nicht. Scheiße. Soll ich ihn erschießen oder nicht? Das wäre jetzt in einem Livestream einfach, würde ich euch Zuschauer fragen.
Verdammt, ey. Ich bin auch Vater. Aber kein Killer. Ich konnte es nicht. Auch wenn er ein Arsch war. Ich konnte es nicht. Das Spielchen kann ich wirklich nicht. Der Sohn... Ich würde ja alles tun, um den Sohn zu retten, aber das... Donnerstag, 13.32 Uhr. Matt, hier ist Sam. Ich habe die Information, die du wolltest. Die Wohnung in der Marble Street gehört einem Dr. Adrian Baker. Er war Chirurg und hat heimlich Junkies Drogen verkauft. Hat ein Vermögen damit gemacht. Hat billig Wohnungen aufgekauft, auch die in der Marble Street. Wurde dann erwischt, war ein paar Monate im Knast und hat seine Zulassung verloren. Interessant. Tausend Dank für die Info, Sam. Hast was gut. Hey, Matt, sei vorsichtig, okay? Das bin ich. Bis später. Ich hoffe, dass das kein Fehler war, den jetzt nicht zu töten. Mann, ey, ich muss das Spiel nochmal durchspielen mit anderen Entscheidungen. Der Eigentümer der Wohnung, in der sich Ethan seinen Finger abgeschnitten hat, lebt hier. Keine tolle Spur, aber mehr habe ich nicht. Ich muss so tun, als sei ich völlig high. Ich hoffe, er schluckt den Köder. Ich muss irgendwie das Gespräch auf die Wohnung in der Marble Street bringen. So. Hi. Bei Ihnen soll es Betropen geben. Und zwar rezeptfrei. Sorry, das stimmt nicht. Wiedersehen. Warten Sie. Ich brauche wirklich dringend Ihre Hilfe. Ich habe Geld. Warum haben Sie das nicht gesagt? Kommen Sie rein. So, Sie möchten Betropen, meine Liebe. Schlafprobleme? Wie viel denn? Ich weiß nicht, so ungefähr 3-4 Packungen? Also, das ist kein Problem. Wollen Sie einen Drink? Ich hol mir auch einen. Klar, wieso nicht? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Der Typ kommt mir auch komisch rüber. Ich habe Sie hier noch nicht gesehen. Wer hat mich empfohlen? Die Hauptsache ist doch, wir sind hier, oder? Haben Sie eigentlich viele Kunden? Ein paar. Ich lindere Ihre Ängste. Bin ich schön, dünn, fleißig genug? Ich mache denen Mut, die am System scheitern. Eine Art Sicherheitsventil, das Leute vor sich selbst schützt. Ich habe gehört, Sie sollen auch Wohnungen vermieten. Ich suche gerade. Sorry, Liebes. Es ist leider alles vermietet. Schade. Ich suche was in der Marble Street. Wer weiß was.
Trinken Sie. Ich danke, aber ich habe keinen Durst. Ich hole das Rezept. Dauert nicht lang. Warten Sie. Der Kerl ist gruselig. Ich schaue nur schnell nach, ob ich etwas finde, bevor er zurückkommt. Das habe ich mir auch schon gedacht, dass er gruselig ist. Und ich bin mir ganz sicher, da war was im Trink. Ich traue dem Typen absolut gar nicht. Er hat einen ganzen Medikamentenvorrat mitgehen lassen. Das sind genug Schlaftabletten, um eine Armee außer Gefecht zu setzen. Kein Ton. Er ist in der Nähe. Er war sauer, weil ich nichts trinken wollte. Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Das glaube ich auch, dass du das richtig... Der Doc interessiert sich anscheinend für Immobilien. Unter anderem. Wie gesagt, das glaube ich auch, dass du das richtig gemacht hast und nichts zu trinken genommen hast. Ich traue dem Typen gar nicht. Schnell, ich muss was finden. Das ist ja mal schon ein guter Anfang. Kann der Doc der Origami-Killer sein? Da ist etwas in seinem Blick. Neugieriges Luder. Wir werden Spaß haben, Schatz. Oh, ich hätte mich hinsetzen sollen. Ich hätte mich hinsetzen sollen. What the fuck? Kann man das umgehen, wenn man sich hingesetzt hätte? Frage ich mich gerade. Ah, sagen Sie Hi zu Matthew. Kam angeblich wegen der Volkszählung. Noch so ein verdammter Regierungsspion. So, Sie interessieren sich für die Wohnung in der Marble Street. Ich habe Sie an Paco vermietet. Ein Freund von mir. Ich habe keine Ahnung, was er da treibt. Komm schon! Er da seine Tänzerin aus dem Blue Lagoon. Ehrlich gesagt, ist mir auch scheißegal. Solange er Miete zahlt, kann er tun, was er will. Aber genug geplaudert. Mir fehlt das Operieren, also ergreife ich jede Gelegenheit zum Üben. Ich habe keine Instrumente hier, also nehme ich das, was da ist. Das macht Ihnen doch sicher nichts aus. Scheiße, wie kommen wir hier raus? Ich will nicht, dass sie stirbt. Nicht sie. Achtung, das könnte wehtun. Oh oh. Was macht er? Kennen Sie das? Sobald man mit der Hausarbeit beginnt, klingelt es an der Tür. Ich höre den Besuch los und bin gleich zurück. Und Sie bleiben so. Scheiße. Ich muss loskommen. Ah!
Hallo, Sir. Ich überbringe Ihnen das Wort Gottes bei dieser prächtigen Idee. Sie kann Ihnen gehören. Für eine Spende von, sagen wir, $5. Nein, danke. Kein Interesse. Kommen Sie, Bruder. Ich glaube nicht, dass Sie am Wort Gottes ein Interesse haben. Wir, seine... Komm schon. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Nein, nein. Madison. Komm schon. Wow. Der kam jetzt schnell zurück. Scheiße, ey. Scheiße, verkackt. Nein, Madison. Gut so, Madison. Oh, oh. Nein. Wenn ich jetzt... Komm schon. Wieso immer die Dinger? Oh oh. Nein. Scheiße. Was ist denn? Oh, Scheiße, sie hat sich nur K.O. gestellt. Was für ein Mist, ey. Oh, Scheiße. Wieso konnten wir so einen nicht töten? Wieso hat der Origami-Kill uns nicht zu dem geschickt? Den hätte ich sofort erschossen. Donnerstag, 14.18 Uhr. Oh Mann, ey, das war gerade heftig, ey. Ich habe sehr oft falsch gedrückt. Und wie gesagt, ich frage mich, wenn wir aufgehört hätten mit Schnüffeln, uns hingesetzt hätten, ob wir der ganzen Sache entgehen hätten können. Verdammter Regen, ich bin klatschnass. 24 Stunden. Mir bleiben weniger als 24 Stunden, um Sean Mars Leben zu finden. Blake war nicht im Büro, als ich ging. Ich werde ihn nicht vermissen. Ein Schrottplatz. Guter Ort, um an gestohlenen Autos rumzubasteln. Ich rede lieber mal mit dem Typen auf dem Bulldozer. Mad Jack alias Jackson Neville. Der Typ hat ein Fuhrstrafenregister so lang wie mein Arm, also Vorsicht. Was für ein beschissener Ort. Ich stelle Neville ein paar Fragen und verschwinde von hier. Mann, hört es nie auf zu regnen? Urlaub mache ich hier nicht, da bin ich mir verdammt sicher. Der hatte viele Gedankengänge mit Dreieck. Ein Röhrchen Triptor. In meiner Tasche. Mad Jack soll das Auto, das ich suche, gestohlen haben. Nicht verkehrt, ihm ein paar Fragen zu stellen. Mir ist schlecht. Schweißausbruch, Hände zittern. Hoffentlich geht es gut. So. Und wie wir mit Mad Jack reden, seht ihr dann in der nächsten Folge. Wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.